Ein Wirbel besteht im Prinzip aus zwei Komponenten, einem Rotationskörper und einem Einhänger. Je massiver die Teile sind, desto höher ist die Tragkraft. Beginnen wir mit den Tönchen. Auch da gibt es wieder zwei Varianten, eine Öse zu befestigen. Den Stecknadelkopf oder zwei umgebogene Enden. Das erkennt man schon von außen. Der Stecknadelkopf hat eine gewickelte Öse. Diese Bauart hat eine Menge Vorteile gegenüber den umgebogenen Enden. Man kann die Ösen aus Edelstahldraht herstellen und die Drahtstärke variieren. Je dicker der Draht, desto stärker. Ist aber auch viel schwieriger zu verarbeiten und deutlich teurer. Die Tönchen gibt es sowohl aus billigem Eisen, aus hochwertigem Stahl, als auch aus Messing. Eisen und Stahl rosten, Messing nicht. Unter der Beschichtung sehen alle Bauteile gleich aus, wenn sie neu sind. Von Profiblinker gibt es insgesamt drei Wirbelqualitäten. Die Einix-starken High-Energy-Wirbel sind die normalen Standard- und auch eigene Modelle, aber aus hochwertigem Stahl hergestellt. Die 2X-starken Wirbel sind die salzwassertaugliche Variante der 1X-Strong-Serie. Die Tönchen sind aus Messing und die Ösen und Einhänger aus Edelstahl. Bei den 3X-Strong-Wirbeln sind die Tönchen ebenfalls aus besonders starkem Messing und die Ringösen und Karabiner werden aus hochverdichtetem und deutlich massiverem Edelstahldraht hergestellt. Die 3X-Wirbel sind so stark, dass wir mit der Größe 3.0 einen 12-Tonner LKW gezogen haben. Selbst die kleinen Größen sind stärker, als das meiste Angelgerät von euch überhaupt aushält. Bei diesen drei Findlingen sieht man gut den Unterschied zwischen guter und schlechter Qualität. Der Jig-Haken sieht noch aus wie neu, während die Halterung vom Karabiner komplett weggerostet ist. Nur der Draht ist noch in Ordnung. Im zweiten Fall ist es genau umgekehrt. Der Wirbel zeigt kein bisschen Rost, aber der Drilling ist total verrostet. Das heißt, dieser Wirbel wurde aus gutem Stahl gefertigt. In diesem erbärmlichen Zustand haben die Angler ihr Gerät garantiert nicht ausgeworfen. Dieses Tönchen von einem Futterkorb hat sich schon in Wohlgefallen aufgelöst. Es ist unglaublich, was es für schlechte Qualitäten gibt. Die Rostwirbel findet ihr hauptsächlich bei den Discountern. Bei der Zusammenstellung unseres Wirbelsortimentes haben wir vor der Serienfertigung alle Bauteile einem Salzwassertest unterzogen, damit nicht gute mit schlechten Materialien zusammengemixt werden. Der Stecknadelkopf hat eine geringe Reibungsfläche, was diese Wirbel besonders drehfreudig macht. Der Stecknadelkopf kann mit Kugeln unterfüttert werden, wodurch er sehr klobig wird. Dann ist es ein Kugellagerwirbel. Wir sehen darin keinen Vorteil. Das Kugellager hat nur einen Rotationspunkt. Das normale Tönchen rotiert auf jeder Seite auf einem Stecknadelkopf, hat also zwei Rotationspunkte. Die beiden Stecknadelköpfe rotieren daher genauso gut wie ein Kugellager mit nur einem Drehpunkt. Wir haben es unter Wasser mit zwei identischen Spinnerblättern getestet. Damit die Belastung auf den Drehpunkten der Wirbel hoch ist, haben wir relativ große Blätter verwendet und sie dicht nebeneinander starr befestigt. In der Zeitlupe sieht man, dass beide Wirbel nahezu gleich schnell drehen. Dieses Ergebnis war für uns keine Überraschung, denn das entspricht ungefähr dem,
was wir theoretisch erwartet hatten. Ein großer Nachteil der Kugellagerwirbel ist, dass sie sich nicht in kleinen, unauffälligen Größen produzieren lassen. Wirbeltörnchen gibt es auch als offenen Leichtbau. Die sind aber nicht so stabil und es kann sich Dreck im Törnchen verfangen. Wenn ich dieses Rig nicht gefunden hätte, ich würde es nicht glauben, dass es selbst bei dieser Sparversion von Tönchen noch Einsparpotenzial gibt. Die sind aus gefaltetem Blech. Lasst euch bloß nicht so einen Schrott andrehen. Selbst bei den Tönchen, sofern man dieses umgewinkelte Stanzteil überhaupt als Tönchen bezeichnen kann, haben die Chinesen noch Sparpotenzial gefunden. Dieser Leichtbau mit Stecknadelkopf eignet sich nur zum Fang von kampfschwachen Fischen beim Stippen oder Fiedern, wie zum Beispiel Rotaugen, Brassen und Co. Am einfachsten und am billigsten sind die Wirbel mit den umgebogenen Enden herzustellen, weil man sie aus ungehärtetem Stahl produzieren kann. Der ist schön weich und lässt sich leicht verarbeiten. Anschließend kommt der ganze Wirbel zum Härten in einen Ofen und wird später in einem weiteren Arbeitsgang als Ganzes beschichtet. Auch wenn das Tönchen und der Draht dadurch sehr stabil werden, haben die umgebogenen Drahtenden erhebliche Nachteile gegenüber dem Stecknadelkopf. Die Reibungsfläche ist sehr groß und er dreht schlechter. Ösen aus Edelstahldraht sind für diese Bauart zu weich. Es gibt die Tönchen als Fassform oder mit einer ovalen Wölbung. Was tödlich sein kann, ist, dass sich innen im Tönchen die Oberflächenbeschichtung abreibt und der Draht im Tönchen rosten kann, was man nicht sieht. Der rostet still und leise vor sich weiter, auch wenn ihr eine längere Zeit nicht angelt. Ganz extrem im Salzwasser. Vor der Angelpause habt ihr vielleicht noch einen Hänger gelöst oder einen kapitalen Fisch gedrillt und nach der Pause fliegt euch schon gleich beim ersten Wurf der Köder weg. Ihr habt dann auf einmal nur noch die Ringöse mit den verrosteten Drahtenden an der Schnur hängen. Und der Köder war weg. Im schlimmsten Fall mitsamt dem Fisch. Tönchen aus gehärtetem Stahl gibt es auch als Billigversion. Die Beschichtung von Tönchen und Drahtöse sieht dann gleich aus. Bei hoher Belastung strecken sich die runden Ösen. Bei unseren Diamantwirbeln haben die Ösen schon gleich die Form, die sie nach einer Belastung hätten. Für extrem rotierende Köder gibt es die Wirbel auch mit Mehrfachtönchen. Für uns ist der Highspeed-Wirbel vor einem Spinnköder nicht mehr wegzudenken. Achtet mal auf die obere Öse. Die dreht sich fast gar nicht. Schon ein Highspeed-Wirbel genügt, um den Schnurdrall eines Spinners drastisch zu reduzieren. Damit man unseren 2x- und 3x-starken Wirbeln auf Anhieb ansieht, dass sie aus zwei hochwertigen Materialien zusammengesetzt sind, sind die Wirbel zweifarbig. Die Tönchen sind aus Messing und die Ringösen aus hochverdichtetem Edelstahldraht. Diese Wirbel sind bestens zum Meeresangeln geeignet. Da rostet nichts. Die zweite, aber sehr wichtige Komponente eines Wirbels ist der Einhänger bzw. Karabiner, häufig auch als Snap bezeichnet. Meistens sind die Snaps schon mit einem Wirbel montiert. Dieser Snap stammt noch aus der Steinzeit der Angelei und war in meiner Jugend der Standardwirbel eines jeden Anglers. Mit diesem Snap habe ich unzählige Fische verloren, weil er im Drill leicht aufhebelt und auch die Halteplatte verrutscht und er sich dann öffnet. Aber
Er ist billig. Diesen Karabiner sollte man in der heutigen Zeit eigentlich in keinem anständigen Angelladen mehr finden. Seit der fast identische Snap mit den umgebogenen Drahtenden auf den Markt kam, habe ich jahrzehntelang damit geangelt. Da konnte zwar die Platte nicht mehr rutschen, aber aufhebeln konnte er immer noch. In unseren alten Filmen haben wir noch gezeigt, wie wir einen Gummikragen über die Öse vom Jig geschoben haben, damit sich der Snap nicht so leicht verkanten kann und aufhebelt. Manchmal habe ich auch den Verschluss der Platte zugedrückt. Dann konnte man aber den Köder nicht mehr wechseln. Lange Zeit war der Hooked Snap populär. Bei unseren Tragkraftmessungen hat er hervorragende Werte erzielt. Das ist der Hooked Snap in Größe 12. Diesmal aber in Profi-Blinker-Qualität. Jetzt kommt das Aber. Vorfächer können sich leicht aushängen. Und wer einen Jig-Kopf montieren will, sollte vorher ausreichend üben. Ein anderer, früher sehr populärer Karabiner ist der Coastlock Snap. Da der Biegeprozess sehr einfach ist, kann man ihn aus besonders dickem Draht herstellen, was ihn extrem stark macht. Daher wird er heutzutage überwiegend beim schweren Meeresangeln eingesetzt. Aufgrund des langen Hebels lässt er sich leicht öffnen und schließen. Wir haben den Snap noch einmal deutlich verbessert. Wir haben ihn schlanker und symmetrischer gemacht. Denn alles, was schlank und symmetrisch ist, dreht sich besser. Und weil er so schlank ist und keine rausstehenden Drahtenden hat, kann man bei größeren Weichplastikködern den Haken verlängern, sodass der Gummi nicht mehr aufschlitzt. Der Profi Coast Lock ist durch seine schmutzabweisende Bauart geradezu prädestiniert für das Angeln auf Grund bzw. für eine auf Grund aufliegende Posenmontage. Absolut sauber. Wir verwenden ihn gerne beim Spinnfischen zum Einhängen des Stahlvorfaches, damit sich wenigstens vor dem Köder kein Dreck verfängt und die Fische verschreckt. Durch seine schlanke Bauform ist er auch weniger sichtbar. Bei den Raubfischanglern sehr beliebt ist der Duolock Snap. Falls es ein Fisch tatsächlich mal schaffen sollte, den Karabiner aufzuhebeln, hakt er sich noch ein zweites Mal ein. Er ist also doppelt sicher. Speziell für das Jiggen haben wir noch den Profi Duolock Snap entwickelt. Er besitzt nicht nur den doppelten Verschluss, sondern er ist durch das ringförmige Ende auch weitgehend vor dem Aufhebeln gesichert. Ein Verkanten ist dann kaum noch möglich. Das war früher beim Angeln mit Jigköpfen ein großes Problem. Das ist jetzt Vergangenheit. Sehr einfach im Gebrauch und durch den abstehenden Bogen leicht zu öffnen, ist der Evolution Snap. Wir haben diesen Einhänger noch etwas schlanker und symmetrischer gemacht und diese Weiterentwicklung Revolution Snap genannt. Der sicherste aller Karabiner ist der Ringlock Snap. Nicht einfach zu öffnen und schließen, aber auch nicht für die Fische. Den benutzen wir für das Extremangeln, wie zum Beispiel Großwels, Heilbutt, Riesenrochen, Thune und Co. Selbst wenn der innere Verschluss aufgehebelt wird, kann sich der Karabiner nicht weiter aufbiegen, weil der Ring das verhindert. Alle Karabinermodelle, die einen solchen hakenförmigen Sicherungsverschluss haben, passen nicht in alle Ringösen.
Entweder man probiert schon vor dem Fischen aus, welche Snapgröße man für den jeweiligen Köder braucht, oder ihr biegt den Verschlusshaken vorsichtig ein ganz kleines bisschen auf. Dann kann man auch mit kleineren Wirbelgrößen angeln. Der im Gebrauch vielseitigste und gebräuchlichste aller Einhänger ist der Fastlock Snap. Durch das weiter geöffnete Verschlusshäkchen passt er in nahezu jede Ringöse. Er ist gewissermaßen die Weiterentwicklung des Safety Snaps, aber ohne die rostanfällige Halteplatte. Um Ködern mehr Bewegungsfreiheit zu geben, haben wir den Fastlock Snap weiterentwickelt zum Action Fastlock. Der ist im Bogen deutlich breiter und hat eine schmutzabweisende Tropfenform. Die meisten der Einhänger gibt es als dreiecksstarke Snaps und als Kunstköder-Snaps mit einer roten Beschichtung. Auch als komplette Wirbel in einer Rot-Gold-Kombination. Diese Farbe vom Turbotail ist mein Favorit für Dickbarsche. Damit man das hochwertige Material vom Wirbel noch sieht, haben wir ihn in weiser Voraussicht nicht beschichtet. Es gibt inzwischen auch Billigkopien. Um die Verbraucher zu täuschen und damit es billiger in der Herstellung wird, sind sie in nur einem Arbeitsgang komplett rot beschichtet. Welche mehr oder weniger schlechte Qualität sich darunter verbirgt, sieht man nicht. Die dreiecksstarken Wirbel und Snaps sind alle mit einem extra für uns sonderangefertigten, hochverdichteten Edelstahldraht hergestellt. Weil dieser Draht andere Biegeeigenschaften hat als normaler Draht, mussten für die CNC-Maschinen komplett neue Programme geschrieben werden. Diese 3X-starken Wirbel und Karabiner sind so stark, dass wir zum Angeln auf kapitale Hechte sogar die Größe 16 verwenden können. Sogar diesen Rheinwaller von annähernd 2,20 Meter hat unser 16er Highspeed Hochleistungswirbel trotz starker Strömung problemlos ausgehalten. Mit dem Prolex-Spinner. Fürs Little Big Game reichen die Größen 2 bis 6. Größe 1,0 bis 5,0 sind so stark, dass man bei einem Hänger einen Muskelfaserriss riskiert oder sein Gerät zerstört. Da hilft nur noch Abschneiden. Seit wir die 3X-starken Wirbel haben, hat uns kein einziger Fisch mehr den Karabiner aufgehebelt. Bis auf den Coastlock und Safety-Wirbel lassen sich alle Einhänger auswechseln, weil man sie auf beiden Seiten öffnen kann. Fast alle Snaps gibt es mit und ohne Wirbel. So könnt ihr nachträglich in einen Wirbel einen Snap eurer Wahl einhängen. Speziell für Fliegenfischer gibt es noch den Quick Snap. Die Quick Snap von Profi Blinker, ideal zum Streamerfischen. Schneller kann ich den Streamer nicht wechseln wie mit den Dingern und haltbar sind sie auch. Wie der Name schon sagt, lässt sich der Köder blitzschnell montieren. Genauso schnell ist auch ein Spinner montiert. Am besten mit einem Highspeed-Wirbel. Als es noch keine dreiecksstarken Wirbel gab, war dieser Einhänger eine Zeit lang unser Favorit beim Jiggen. Und stark genug war er auch. Leider gab es den Quick Snap nicht mit einem passenden Wirbel, sodass wir zu Hause immer welche vormontiert haben. Inzwischen wurde er vom noch stärkeren, noch kleineren und noch leichteren Fastlock Snap abgelöst. Aber schneller montieren lässt sich keiner. Heilbutz haben immer so wild geschüttelt,
dass die Karabiner häufig aufgegangen sind. Damals gab es noch keine dreieckstarken Wirbel. Als vorübergehende Notlösung haben wir ein kurzes Monovorfach montiert und die Jigs angeknotet. Gleich nach dem ersten Halbbord-Urlaub habe ich mich tagelang hingesetzt und nach einer Lösung für dieses Problem gesucht, herumgetüftelt und Dutzende von Drähten gebogen. Das Ergebnis war dieser Einhänger, den wir Köderkonnektor genannt haben. Selbst der größte Jig-Haken lässt sich problemlos mit diesem winzigen Einhänger montieren. Er ist sehr stark, weil er knotenlos ist und 100% aufhebelsicher. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch der Schnurkonnektor, mit dem man möglichst klein und nahezu unsichtbar die Hauptschnur mit einem Vorfach verbinden kann, ohne den Tragkraftverlust eines Knotens, da geflochtene Schnüre besonders viel Tragkraft im Knoten verlieren, hat ein kluger Kopf die Knotenlosverbinder erfunden. Und weil die Chinesen so sparsüchtig sind, haben sie sogar bei der Drahtlänge gespart. Der reicht gerade mal für 4 Wicklungen. Da kann die Schnur schlüpfen. Und mehrere Schichten zu wickeln, sieht bescheiden aus. Außerdem entstehen sehr hohe Scherkräfte. Bei unseren Knotenlosverbindern passen etwa 10 Schnurwicklungen drauf. Die Schnur kann nicht mehr rutschen und das Ganze sieht immer noch schlank aus. Das obere Ende haben wir so umgestylt, dass die Schnur möglichst knickfrei aus dem Verbinder rauskommt. Das reduziert die Scherkräfte und dadurch erhöht sich die Tragkraft. Die Scherkräfte werden von vielen total unterschätzt. Aber genau die sind es, die eure Knoten um bis zu über 50% schwächen. Da es uns beim Spinnfischen immer gestört hat, wenn man zu viel Gebammel mit entsprechender Scheuchwirkung auf der Schnur hat, zum Beispiel einen Knotenlosverbinder plus noch ein Wirbel mit Snap, haben wir den Verbinder direkt im Wirbel integriert. Den gibt es mit und ohne Snap. Auch ein Stahlvorfach lässt sich mit unseren Knotenlosverbindern ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montieren. Ohne Hülsen, ohne Zange. Und zwar mit Knotenloswirbeln. An das eine Ende wickelt ihr einen Knotenloswirbel mit Karabiner, ans andere Ende nur einen Knotenloswirbel. Um Seitenvorfächer zu montieren, gibt es noch diverse Dreiwegewirbel. Wir haben uns auf diese beiden Modelle beschränkt. Die Tragkräfte auf unseren Verpackungen sind übrigens keine fantasievollen Möchtegerne-Werksangaben, sondern die haben wir höchstpersönlich selbst ermittelt. Dieser unglaublich starke Karabiner ist unsere Eigenentwicklung. Oh, 40,80? Das gibt's doch nicht. Die Tests könnt ihr in unserem Film Wackelt nix, beißt nix ausführlich sehen.